Hallo meine Freunde der Republik und willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars mit dem Jockett und dem Drachenburschen und dem Dustin. Den Dustin? Den Dustin grüßt du heute einfach? Ja. Ja, dann grüßt ihr einfach den Dryden heute. Oder Drito. Aber wir können den Dings wieder anmachen, den Submagneten. Uns fehlen ja auch noch zwei rote Steine. Ich weiß nicht, auf welchem Schiff sie gerade sind. Ich glaube, sie sind auf dem anderen Schiff, oder? Sonst würden sie in 10 Jahren angezeigt werden. Ja gut, es kommt drauf an, wenn sie nicht im selben Abteil sind, dann würden sie dir nicht angezeigt werden. Na. Hier, ach, hier ist auch noch so eine Missionsauswahl gewesen. 83% haben wir übrigens mittlerweile. Ja. Yeah. Ist auch mal was wert. Ah, du bist wieder da. Gesundheit. Danke. Hier sagst du, geht's ja. Ja, da geht's. Da geht's dann irgendwo. Ui. Rüber und. So, jetzt müssen wir erstmal ein Fahrzeug. Ah, hier glaube ich gibt's. Aber noch. Warum können die noch nicht kaufen? Das frage ich mich zum Beispiel auch. Warum sind die noch geheim? Gemein. Wollen doch alle Fahrzeuge haben. Hm, genau. Was hast du dir geholt? Ah, okay. Geiler Droide. Hier fehlt jetzt auch noch eins. Nimm mal wieder die Slave One. Jaja, der die Slave One. Hier ist irgendwie ein roter Stein. Die Frage ist, wo? Jaja, du sollst auf die Slave One fliegen. Oder ist es nur ein. Ach, das ist nur ein Pfeil. Ich dachte. Ja, ich hätte jetzt. Wahrscheinlich willst du es dir sagen, dass da ein roter Stein noch drin ist, hier irgendwo in dem Schiff. Was wird mir da eigentlich schon wieder? Schau mal, mir wird auch gerade was angezeigt. Was wird mir da eigentlich gerade angezeigt? Ah, das wird. Ach, das wird dir angezeigt, weil es ist draußen. Okay. Hilfe! Ich muss dann irgendwas mit Torpedos. Weil übrigens irgendwer gemeint hat, man kann auch hier die Charaktere wechseln, wenn man lang genug Y drückt. Nein, es funktioniert. Oh, das hatten wir glaube ich noch nicht. Das funktioniert hier leider nicht. So, jetzt aber die Slave One. Ja. Schönes Schiff. Schönes Schiff. Den irgendwie schafft wieder rauszukommen hier. Ah, die roten Steine müssen wir glaube ich kaputt schießen. Mit Torpedos. Ah, ja genau. Was? Okay. Ah, wir müssen wahrer irgendwas werden hier. Ah, ich würde nur gerne mehr sehen. Mehr sehen, wo ich fliege. Aber wir müssen wahrscheinlich die alle zerstören in der Zeit, aber da brauchen wir irgendein Schiff mit Torpedos. Sonst wird das eher nichts. Raummission abbrechen, oder? Ja. Dann hole ich nämlich gerade den Jagd. Oh, Torpedojäger! Ah, Spiel! Verlass uns nicht! Eigentlich will ich nur rüber aufs Raumschiff. Okay, Mission ist. Ist die Mission abgebrochen? Ne, ist sie nicht, gell? Was für eine Missionszone verlassen? Wie soll ich denn sonst das Schiff wechseln? Wahrscheinlich ist die Das Problem ist momentan wahrscheinlich noch, dass die Missionszone. Ich dachte, du hast es abgebrochen. Ja, ich dachte auch, aber habe ich natürlich nicht. Beziehungsweise ich wüsste auch gar nicht, wo ich es abbrechen kann. Ah, gut. Ja, dann nimm du dir mal das richtige Schiff gleich. Nee, nicht. Hol dir mal das richtige Schiff dann. Es wird zwar zeitlich knapp, aber jetzt wissen wir zumindest, wo wir hin müssen. Ich baller schon mal ein bisschen rum. Auch wenn es nicht viel bringt, leider. Ja, genau. Und dann die. Bringt das was? Auch nicht richtig viel. Doch. Na gut, 29 Sekunden wird das vermutlich nichts mehr. Obwohl, wenn du die ganze Zeit ups, rausfliegen wollte ich nicht. Wenn du die ganze Zeit rumfliegst und nur die Dinge abschießt, dann könnte es vielleicht sogar noch was werden. Mann. Ah, das liebe ich auch schon wieder. Warte mal, Entschuldigung. Ich nehme auch kurz das richtige Schiff. Ach, ich komme jetzt bei der Republik raus. Ne? Auch recht. Hätte ich jetzt zwar nicht gerechnet mit, aber. Ja, schaffst du nicht mehr. Aber dann komme ich zu dir gleich und dann machen wir es nochmal. Ach, was, wozu? Weil wir die Raummission auch machen müssen, weil die eine Mission ist für uns. Komm nicht rein, nein, bleib. Ich will in den Minikit-Raum. Ja, den holen wir schon noch, den Minikit-Raum. Haben die nicht auch irgendein Schiff, was dauerhaft Raketen hat? Das glaube ich, oder? Doch, der hat Torpedos. Medizinische Fregatte hat auch Torpedos. Nehmen wir die dann. Aber oder nehmen wir. Ja, eigentlich ist besser Raketen und Torpedos. Ja, nehmen wir den da. Du startest die Mission schon?
Dann komme ich auch gleich nach, keine Sorge. Jaja sieht auch so toll aus, man sieht ihn sogar drinnen sitzen. So, bin auf dem Weg. Rettung naht. Was? Da muss er einfach diesen roten Dingern anschießen, oder? Es geht wieder nur, weil du das böse Schiff hast. Ich glaube, du musst ihn mir erst dann freischalten, damit das geht. Nein, back, 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 back. Hä, vorhin ging das? Ich hab draufgeschossen und hab's gehabt. Komisch, warum geht das jetzt dann nicht? Warte mal. Ah, komm, Spiel, was soll denn das? Was soll der Mist? Du musst es nur lange genug drauf schießen. Das war das Problem. Ich sehe gar nichts mehr. Wir haben sogar den richtigen Splitscreen-Modus an, aber es hilft nichts. Manchmal geht's und manchmal nicht? Komisch. Verstehe nicht, warum das immer nicht dauerhaft rumbackt. Sondern manchmal. Naja, man lernt nie aus. Ja, ich hätte mir echt ein böses Schiff nehmen sollen. Aber momentan kannst du hier nur alles alleine machen. Bin ich dir keine große Hilfe. So leid mir das tut. Du kannst sie höchstens anschießen und ich kann es dann beenden, aber. Ja, müssen wir schon zu zweit machen, oder? Schauen wir mal, probieren wir das aus. Ja, dann versuche ich mal mir auch noch den zu holen, den du hast, und dann schaffen wir es. Dann schaffen wir es auch, versprochen. Irgendwann. Da bin ich. Warum bin ich jetzt abgeschossen worden? Verstehe ich nicht. So, einmal da reinfliegen bitte. Dankeschön. Das alleine wird schwer, oder? Nee, das schaffst du nicht. Das wird zu knapp von der Zeit her. Wo ist das Schiff, was ich suche? Da ist es. So. Hilfe naht, aber ich befürchte, die Hilfe naht etwas zu spät. Da! Mal schauen. Vielleicht haben wir ja Glück. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass da unser Glück reicht. Jawohl, 7 Sekunden noch. Jawohl, abgeschlossen die Mission. Siehste, haben wir doch geschafft. Goldener Stein eingesammelt, schön. Das war nur, weil ich in letzter Sekunde noch rausgekommen bin. Das hat den Unterschied gemacht. Du hättest doch von Anfang an das richtige Schiff wählen können. Dann. Aber es ist nur die eine Mission, oder? Ja. Nicht zum Glück, nochmal tue ich mir den Mist nicht an. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja noch mehrere von diesen komischen Flugmissionen. Ich kann es dir nicht sagen. So, dann geht's mal in den Minikit-Raum. Ich kann noch überlegen, wo der war. Ich gehe jetzt einfach mal nach hier hin. Ich hoffe, dass es der richtige Raum ist. Und du sagst, wir brauchen einen Kopfgeldjäger. Ja, oder halt, ja, einen Kopfgeldjäger brauchen wir und Jaja brauchen wir. Wie kamen wir zum Minikit-Raum? Ich glaube. Ja, doch, durch das Hauptraum. Durch den Hauptraum ging das, glaube ich, durch. Hm? Durch den Hauptraum. Nimm Django oder Boba oder so. Nimm mal Django. Ich will Boba. Boba ist ganz links unten. Genau. Da ist Boba. Mr. Boba, Boba. Sollten wir Charaktere kaufen, wenn wir hier sehen. Wie er sich freut. Da eskaliert er ein bisschen. So. Wo sind unsere Minikits? Da ging es nach oben. Ich glaube, hier ging es zum Minikit-Raum. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich hoffe mal, ich erinnere mich richtig. Ja, doch, das sieht vielversprechend aus. Im Medizinraum soll aber irgendeine Bahre zerstören oder so. Da wäre noch ein. Oder? Glaube ich, sollte da noch was machen. Nein. Da bringt auf jeden Fall nichts, das Ding zu zerstören. Nee. Der Mausdroide da zwischendurch mal. Ist auch mal wieder gut. Ach, da unten war ein Minikit mal, ja. Das haben wir aber schon. Du kommst voran? Na, ich folge dir. Du bist auf dem Weg, das ist schön. Oh, hier ist auch ein roter Stein anscheinend. Ja. Jaja kann echt deutlich höher springen. Also so kommst du. Wo bist du denn hier? Links, ja, genau. Und dann links. Ich hab's gefunden. Ich muss jetzt irgendwas machen, damit du hier hochkommst. Irgendwo, irgendwas. Mann!
Das ist auf der anderen. Ah, hier ist noch was. Hier sind noch ein paar Münzen. Da kann ich was kaputt machen. Hier kann ich dir was aufbauen. Sehr schön. Dann haben wir es endlich geschafft, was wir wollten. Sehr schön. Wen haben wir hier? Können wir noch nicht kaufen. Können wir kaufen? Ja, die Unschuldigen von Ryloth. Den haben wir da gekauft. Captain Antilles. Nehmen wir doch. Den guten Antilles. Der ist noch nicht fertig, der hat noch blaue Teile. Auch noch nicht fertig. Darth Maul beschädigt ist noch nicht fertig. Auch noch nicht fertig. Haben wir schon, rot haben wir schon. Da können wir nicht mehr draufsteigen. Was soll ich auf die andere Seite rüber, auf die andere Seite rüber. Ah, da ist doch wieder. Wie auf die andere Seite rüber? Ja, genau, andere Seite. Hier rein. Nee, andere Seite. Du kannst in der Mitte durchgehen. Nein. Doch, kannst du. Geh rüber. Links, andere Seite. Laufen. Dann bin ich am anderen Ende. Genau, da kannst du rüberspringen. Hier. Ja, naja, da und dann links rüber. Genau, da kannst du nämlich noch weiterlaufen auf den schmalen. Jetzt musst du wieder hoch. Aber wo meinst du, soll ich hin? Da, genau, da oben musst du hin. Genau da. Und da kannst du aber hin, wenn du die andere Seite gemacht hast. Ich kann mir auch einen Charakter holen. Well, hier kann ich mir gerade keinen holen. So, Obi-Wan in der klassischen Trilogie. Da eher als Ben Kenobi bekannt. Nicht als Obi-Wan. ich bleib bei Vader. Vader ist cool. So, das waren jetzt, glaube ich, alle Charaktere, die wir gerade frisch freigeschaltet haben. Ach nee, den hatten wir noch. Den hatten wir ja noch, den Herrn hier. Ist das Starkiller? Vader Schüler. Ja, doch, ist Starkiller. Ha, ich hab Starkiller. Genau. Da kann man nämlich entlang laufen. Das sieht zwar nicht so aus, aber es geht. Ja, genau. Ach, ein Stormtrooper haben wir auch noch. Ein Sturmtruppler. Sorry, welcher ist das? Welcher rote Stein? Keine Ahnung. Irgendwas Eder am Ende. Hast du geguckt? Superspeeder heißt der. Keine Ahnung, was du machst. Schauen wir mal eben noch Chewbacca. Ich habe auch schon gerade Jar Jar gekillt. Aber ist cool, der hält sein Schwert auch genauso wie der. Wie Starkiller. Ach komm. Ah, das ist cool, dass wir Starkiller haben. Der ist schon fertig, der Taskenräuber. Ja, scheint fertig zu sein. Ach, der ist böse, den kann man gleich kaufen. Sehr schön. Jetzt haben wir fast schon überall die Minikits, gell? Sogar die. Ah, die können wir auch noch freilassen hier. Die rote Wache. Ja, jetzt gerade eben einige neue Charaktere bekommen auf jeden Fall. Wo ist Lord Helmchen? Ach hier. Hey. Lordi. Ach, Starkiller schaut auch cool aus. So, ich gehe mal wieder zu unseren nächsten Missionen. Dass wir da auch mal wieder ein bisschen Fortschritte machen. Minikits haben wir jetzt ja fast alle schon. Also da fehlen nicht mehr so viele. Kann man eigentlich auch gleich nachschauen, wie viele haben wir mittlerweile von dem. Ach, die steht da gar nicht drin. Schade. Aber du siehst ja, da fehlen nicht mehr so viele. Nee, hat sie ja auch nicht. Es waren immer nur so ein, zwei, ja, maximal. Ja, sind immer so. Nee, auch von den Charakteren. Also wir haben jetzt. Das Starkiller ist echt cool. Kann auch Blitze? Was? Der kann keine Blitze? Schade. Ja, wohl, vielleicht, wenn er gegen Gegner kämpft, macht er vielleicht die Blitze. Aber ich glaube fast, er kann keine Blitze. Juno gibt's aber nicht. So, ich begebe mich mal zu den Missionen hier. Guck mal, ich bringe mein früheres Ich um. Hihi. Ein roter Stein fehlt uns ja auch noch. Den werden wir auch noch holen. Früher oder später. Wenn wir ihn finden. Ja, das ist jetzt schon. So, 85% haben wir schon. Welche Mission machen wir als nächstes? Was schlägst du vor? Irgendeine kurze. Fangen wir mal bei da an, bei Christophsis? Ja. Da weiß ich, glaube ich, zumindest, wo das. Ja, gut. Also eine weiß ich auf jeden Fall auswendig schon da, wo er ist. So, jetzt nehmen wir mal unsere neuen Charaktere, oder? Nehmen wir mal. So, nimmst es denn dein Starkiller? Ich überlege gerade, Darth Vader würde ich auch gerne nehmen. Aber. Ist doch egal, wir haben okay, dann nehme ich Starkiller. Ja, nehmen wir Vader Schüler. Gale Merrick, Starkiller, wie ihr ihn nennen wollt. Das bleibt euch überlassen. Das behält das Spiel. Kannst du dich erinnern, hier mussten wir diese. Das war ziemlich leicht, da mussten wir diese Dinger zerstören, genau. Die hatten wir nicht und das andere war dann etwas später. Weiß ich aber auch, wo das ist, glaube ich. Auf jeden Fall dürfen wir keine von diesen Blumendingern übersehen.
Haben wir keinen kleinen Charakter dabei? Doch. Barris ist nicht klein. Wer ist denn der kleine... Ach, den. Ja. Vergesst immer, dass Robinho als kleiner Charakter gewertet ist. Sind hier Blumen? Hä? Was kann ich denn da kaputt machen? Ah, ah. Das ist kaputt machen. Ja, zwei hab's. Und hier ist auch noch einer. Muss ich auch noch mal extra runterholen? Na gut, das da hätten wir schon. Das muss man schon wissen, dass es hier ist. Gut, das ist da hinten im nächsten Raum. Gut, dann ist hier glaube ich nichts mehr, oder? Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich glaube ich richtig. Dann kannst du schon mal weitergehen. Naja, das ist alles im nächsten Raum drin. Was braucht man da? Ah, okay. Irgendwie, der schießen kann. Ah, der kann sogar schießen, der Typ hier. Achso, das Ding fährt. Ah, das hatte ich gesehen, dass das Ding hin und her fährt. Und wie macht Wader Spaß zu spielen? Ich komm da nicht rein. Ich komm nicht rüber. Mann. Ah, jetzt komm. Ja, genau. Komm. Nimm ich mit. Ja, geht doch. Muss da oben wahrscheinlich wieder dran ziehen, oder? Ah, muss der ja hier auch aufmachen hier. Muss der hier einen von der dunklen Seite ranlassen. Hast du gerade Blitze gemacht? Ja, der kann doch Blitze. Ah, sehr schön. Sehr authentisch. Aber das finde ich zum Beispiel cool, dass der mit da untergebracht wurde in dem Spiel. Auch wenn er jetzt, ich finde, nicht so ähnlich schaut, aber naja, der Wille zählt. Ist ja auch ein Lego-Charakter. Ja, trotzdem, der. Ja gut, es gab ihn ja auch in ein Lego-Set von ihm. Gab ja die Rogue Shadow oder Schiff von ihm. Machen wir dazu, sonst kommt er immer mehr noch. Muss ja nicht sein. So nett sind sie dann auch nicht. Weg mit dir. Hier sind keine mehr. Ne, hier werden keine angezeigt. Bist du schon im nächsten Raum? Ja, bist du. Ich bin noch im ersten. Und du kannst eh schon weiterkommen. Hab schon das nächste gefunden. Was uns hier angezeigt wurde. 5 von 10 haben wir schon. Ah, da oben müssen wir sogar zumachen, dass da nicht noch mehr rauskommen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, doch. Ja, drauf da. Genau. Müssen wir weiter? Ja. Egal, ich mach erstmal zu. Das Geschütz hattest du schon aufgebaut? Nein. Ich hinke dir hinterher. Das ist momentan unsere Aufgabe. Ah, das muss ich mir machen. Ah, okay, verstehe. Gut, dann kommt da keine mehr raus und wir können hier nach oben fahren. Ist hier nicht noch irgendwas? Ne, jetzt sind wir auch gar keine Pfeile mehr ange... Warte. Ah, ne, den hatten wir schon. Okay, ja, dann können wir, glaube ich, nach oben. Dann können wir, glaube ich, den Weg wagen. Geht's hier nicht nach oben? Schade. Ne, hä? Ah, ne. Weißt du, wie wir weiter... Ich glaube, wir müssen nach oben fahren, oder? Komm mal her. Komm her. Vielleicht fährt das Ding nur nach oben, wenn du auch mit da bist. Beweg dich her, mein Schüler. Ich könnte wetten, es hat was damit zu tun. Ey! Du sollst daherkommen. Mann. Die rabiate Methode. Da an der Wand da drin müssen wir sie absnipen. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht gemacht. Hm? Diese Dinger? Ja. Müssen wir ja. Das war ja immer, wenn wir einen Sniper gebraucht haben. Schau, weil die sind ja so grün. Eins. Ja, muss schon weit schießen. Zwei. Drei klebt wahrscheinlich irgendwo an der anderen Seite, oder? Ja, da oben ist drei. Da. Minikit ist da. Genau. Das hatte ich gesehen gehabt. Da fehlt immer noch eins. Ja, klar, das ist ja von diesen Dingern, von diesen fünf, die wir alle zerlegen müssen. Da sind hier aber keine mehr, oder? Ne, da werden es gerade hier keine angezeigt. Ist das Level dann zu Ende? Das Level ist noch nicht zu Ende, da kommt auch noch der Fall und so weiter. Weißt du noch? Ja, aber ich kann mir nur schwer vorstellen, dass das... Das Level geht noch weiter, keine Sorge. Das weiß ich sicher. Ich glaube, die Geschütze müssen wir ausschalten, oder? Weil die Geschütze schießen auf das Kanonenboot, was eigentlich auf unserer Seite ist. In dem Fall, ach, ich mache es mit Django, weil ich den gerade schon hier habe. Ja, genau.
Und mit das Schiff bringen wir uns dann auf die andere Seite rüber. Und wenn wir dann auf der anderen Seite sind, dann können wir schöne Dinge tun. Dann können wir nämlich die nächsten Sachen einsammeln, die uns noch fehlen. Den brauchen wir, da brauchen wir wieder einen Klon, oder? Ah ne, dich brauchen wir hier. Wo ist er? Da ist er. Gute Reise wünsche ich, Herr Jokets. Sie ist direkt hier. Und hier sind nämlich dann die restlichen. Nein, das ist nicht da. Einmal. Der Part von LEGO Star Wars 3 The Clone Wars ist leider schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du einfach auf das bereits laufende Video im Video klickst. Mich würde es natürlich freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn es dir gefallen hat. Und natürlich kannst du auch meinen Kanal abonnieren, dann wirst du in Zukunft auch sicher keine Videos mehr von mir verpassen. Wenn du auch sonst keine Informationen mehr zu meinem Kanal verpassen willst, dann solltest du unbedingt mal auf meiner Facebook-Seite, auf meiner Twitter-Seite und auf meiner Google-Plus-Seite vorbeischauen. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein.